Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Stray. Wir sind immer noch in der im Stadtzentrum, so heißt es ja, und suchen nach Clementine. Gesucht Clementine, Unruhstifter, rebellisch, bitte melden. Genau, das hatten wir ja letztes Mal auch schon gelesen. Und dass sie sich in der Residenz vielleicht aufhält. Stadtzentrum, jetzt immer richtig, ein Katzensprung. Jetzt haben wir einen Erfolg bekommen. Ich soll nochmal nachgucken, eine Sekunde. Huch! Was? Okay. Nein, geh wieder geh einfach zurück. Danke. Oh Gott. Was war das denn gerade? Ja. Komische Sachen passieren hier. Irgendwas mit der Internetverbindung stimmt hier auf der PlayStation heute nicht. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ist da oben was? Außer Farben, die ich umschmeißen kann? Nö. Halt, stopp. Ah, erstmal wieder meinem Kratzdrang nachgehen. Ah, schön. Hallo? Was? Ich kann das Wort nicht lesen. How to be... A ninja, glaube ich, steht da drauf. Ja, how to be a ninja. Hallo Michi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Na, hallo, wie war dein Tag? Überleg mal, wenn ich morgen meinen Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und dann am nächsten Tag auch meinen anderen Arm... Ach, danke schön. Auch meinen anderen Arm. Und dann meinen Körper und so weiter, bis ich alle Teile ausgetauscht und meine Software aufgerüstet habe. Werde ich derselbe Roboter sein, mit dem du jetzt sprichst? Weiß nicht. Dinge? Oh, hey, was zeigst du mir denn da? Einen Haufen Leute, die ich nicht kenne. Ich vermute, dass sie wahrscheinlich in dem riesigen Wohngebäude weiter oben in der Stadt wohnen. Mach damit, was du willst. Okay. Die stehen hier offenbar übrigens sehr auf Palmen und Kühe, die Leute. Irgendwie hängen überall Bilder von Palmen und Kühen. So, wir können hier entlang, wir können da entlang. Ach du lieber Himmel, ist das wieder eine riesige Stadt. Wir gehen mal da lang. Macht jemand die Tür auf? Hey, ich gehe zur Arbeit. Wir sehen uns später. Okay, Schatz, sei auf der Hut vor den Wächtern. Sie verhaften schnell und ohne guten Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleines. Mir geht's gut. Ja? Mach auf! Ege, du willst zur Arbeit. Nein? Na gut. Huckuck, bin auch noch da. Achten Sie auf Ihren Wassergehalt. Jo, mache ich, mache ich. Danke, Misu. Trink mal was. Danke, Markus. Schon erledigt. Jetzt habe ich mich noch was verschluckt, weil ich mich vor dem Sticker erschrocken habe, Freunde. So, wer bist du denn? Gary? Bei der Neko Corp arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln und ihn nach unten zu schicken, wo er recycelt und wiederverwertet wird. Nun, apropos unten, es ist schon eine Weile her, dass wir Neuigkeiten von dort hatten. Ja, hier, guck mal. Das ist ein cooles Bild. Hey, ist das eine Adresse auf der Rückseite? Oh, das haben wir uns noch gar nicht angeguckt, ne? Das erste Symbol ist eine Straße und dann gibt es da ein Stockwerk und eine Türnummer. Das sollte ziemlich leicht zu finden sein. Ach, warte mal. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Gegenstand drehen. Ah, was hat er gesagt? Das erste Symbol ist eine Straße, dann ein Stockwerk und eine Hausnummer oder Türnummer. Kann ich das...
Das ist ein Bild von Clementine und Spaltasar. Nur Miso unterstützt. Fein, fein, fein. Er hat uns gesagt, wir sollen sie finden. Sie gehört auch zu den Außenweltlern. Auf der Rückseite der Bilder sind auch eine Reihe von Symbolen abgebildet, aber er kann das offenbar nicht übersetzen. Okay. So, das gucken wir uns jetzt nicht nochmal an. Jetzt schauen wir mal. Hier ist ja so ein bisschen grünlich alles. Wir hatten ja auch eine Erinnerung, wo es so ein grünlich war, ne? Raymel. Tut mir leid, Kleines, du kannst hier nicht spielen. Die Neko-Korb-Fabrik ist kein Ort für einen kleinen Wuschel wie dich. Oh. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Cooles Bild. Ist das da eine Adresse auf der Rückseite? Ja, das erste Symbol ist eine Straße. Dann folgt ein Stockwerk und eine Türnummer. Das hatten wir schon. Das sollte ziemlich einfach zu finden sein. Kann mir denn keiner übersetzen, was das bedeutet? Also, welche Straße? Welches Stockwerk? Offenbar nicht. Hier können wir nicht rein. Wie es scheint, nee. Ich gehe auch gleich vorne nochmal lang. Ich will nur erstmal hier gucken, ob ich hier noch was finde. So, wer bist du? Blazer. Ich habe zu tun, was willst du? Ja, er sagt nichts. Er sagt einfach nichts. Nichts finde ich aber jetzt nicht nett. Hier können wir offenbar auch wieder nach oben irgendwann. Aber ich will erstmal unten alles angucken. So. Jetzt sind wir von da hinten gekommen. Jetzt gehen wir von da nochmal los und gucken uns auf der Seite hier alles an. So, von da sind wir gekommen. Also oben steht Residenz. Residenz. Ladenstraße und Neko-Korb. Komisch übersetzt, aber okay. Okay, Residenzen, Ladenstraße und Neko-Korb. Mhm. Dieser Gauner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, so, als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einem Haufen Ersatzteile landen. So, der sagt uns nichts. Können wir mit dem da reden? Ich glaube, der Händler ist, nun, was, 170, 3, 4? Kommst du jetzt auf diese Zahlen? Also ja, 3 und 4, oder, also na, eigentlich 3 und 5 dann ja doch, oder? Warte mal. Weil, 3 und 5. Ja, 100, ja, nee, ich glaube 170 ist schon sehr weit hergeholt. Ich verstehe, wie du drauf gekommen bist. 5, ja. 3 und 5 könnte sein. Also drittes Stockwerk, fünfte Tür quasi. Aber das erste müsste ja eine Straßenname sein. Also irgendwas, was übersetzt werden kann. Das ist halt, ne, das ist halt deren Sprache. Okay, ja, ja, ja. Nee, kriegen wir schon raus, klar. Ich glaube, der Händler hat, ignoriert dich nicht, weil seine Batterie leer ist. Nun, was soll ich sagen? So, warte mal. Hier könnten wir nach oben. Bringt uns das denn was, wenn wir hier nach oben gehen? Lass mal gucken. Ah, hier, guckt mal. Hier steht ja was dran. Die Straße ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Kommen wir hier auch wieder ganz weit nach oben? Nee, kommen wir einfach nur wieder runter. Ich würde gerne noch an diesen Ort, den wir hier hinten gesehen haben, hin. Aber ich weiß halt nicht, wie. Wir müssten irgendwie da oben auf das Gitter raufkommen. Können wir hier irgendwie hier außen rum? Da oben drüber vielleicht? Nee. Und ganz oben rüber kommen wir, glaube ich, nicht hin. Nee. Also ich habe gerade überlegt, ob man hier irgendwie auf das Gitter oben drauf kommen kann.
Ach so, wartet mal, vielleicht. Wartet mal, vielleicht doch. Hier? Und, nee. Und von hier aus da, dann hoch? Nee, geht auch nicht. Ah! Ich will da rüber. Kannst du nicht da hoch? Nee. Brauchen wir bestimmt später nochmal. Moment. Brauchen wir bestimmt später nochmal. Was willst du denn da oben? Naja, da ist so ein Eimer, in dem man nach unten fahren kann. Also ist da bestimmt irgendwas. Deswegen dachte ich, ich würde da gerne mal hinwollen. Also da oben stehen die Straßennamen dran. Das sollten wir uns mal merken. Die Straße ist es auch nicht. Das heißt, da gehen wir jetzt als erstes lang. Nee, hier ist nix. Surgery 77. Was hat der denn da auf dem Kopf? Habt ihr das gerade gesehen? Er hat ja den schönsten Hut der Welt. Albert, warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Fifi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Zu deiner Frage vorhin noch, Lilly. Ich sitze zumindest ab und an wieder am PC. Daher würde ich meinen, dass ich auf dem Weg der Besserung bin. Das ist doch schön. Das freut mich. Ich habe mir noch was zu futtern gemacht. Daher jetzt erst die Antwort. Alles gut. Dann lass es dir gut schmecken. Lass es dir gut schmecken. Was gibt es denn Schönes? Okay, Albert sagt uns auch nichts. Dem konnten wir jetzt auch das Bild nicht zeigen. Diese Straße da ist es auch nicht. Hier geht es nicht weiter. Hier ist noch jemand zum Reden. Mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort hier in der Gegend, bis ich einen Schraubenzieher ins Knie bekam und jetzt ist sie geschlossen. Das ist ja wie mit dem Pfeil bei Skyrim. Kennt ihr das? Dosenravioli. Boah, bestes Essen ever. Bestes Essen ever. Das beste Essen für einen Gamer. Richtig so. Dosenravioli, geil. Esse ich auch voll gerne. Mal ab und an. Hast du Sojiro gefunden? Beste Anspielung im Spiel. Ach, das ist wie mit dem Pfeil in Skyrim, ne? Ich glaube, das ist die Anspielung. Dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Auch wenn mich der Typ nervt, er ist mein einziger Kunde. Versuch bitte, ihn nicht zu vergraulen. Okay, kein Problem. Glack. So. Ach, guck mal, die Straße, da müssen wir hin, da oben, ne? Seht ihr das? Ja. Okay, wollen wir uns aber trotzdem noch alles andere vorher angucken. Boah, es ist so riesig hier. Ich weiß gar nicht, wo ich überall zuerst hingehen soll. Hier ist überall irgendwas. Meine Güte, ich will ja auch die ganzen Erinnerungen finden. Ist der beim Friseur? Nee, er lässt sich ein neues Gesicht machen. Slippy, ouch, was ist das denn für ein komisches Gefühl? Der Friseur. Weißt du, Arbeit ist Arbeit. Slippy, verlier nicht den Kopf darüber. Ach ja, Clementine, sie war einmal hier, warum fragst du? Du hast ihre Adresse auf der Rückseite. Das Haus ist gleich rechts, wenn du meinen Laden verlässt. Okay, das ist doch mal eine sehr präzise Angabe. Dankeschön. Slippy. Okay, wo kamen wir denn jetzt her? Hier sind auch noch Leute. Tut mir leid, der Laden ist geschlossen. Ich warte auf die Lieferjungs, aber die lassen sich ganz schön Zeit. So, den brauchen wir das ja jetzt nicht nochmal zeigen. Ein Hutladen. Okay. Ein Hutladen also. Was haben wir hier? Ha. Hier ist auch wieder eine Bar. Ich bin gerade in die Nähe des Aufzugs gegangen und wurde von den Wächtern angebrüllt. Seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache. Aber warum?
Tja, aber warum? Weißt du was, mein Freund, halte dich von den Wächtern fern. Sie sind bösartig und sie haben meinen Kumpel Pablo. Er hat 350 Jahre abzusitzen. Sei also vorsichtig, oh mein Gott. 350 Jahre. So, huck, stopp, da war was. Mit jeder neuen Stimme erklingt ein neues Lied. Und stimmen wir zusammen, hört die Welt nur noch Musik in Harmonie. Hallo! Einfach phänomenal. Ja, habe ich das richtig ausgesprochen? Ich hoffe doch. Hallo, schönen Dank für deinen Raid. Vielen, vielen Dank. Wie komme ich denn zu der Ehre? Oh mein Gott, danke schön. Hallöchen, liebe Raider. Wie geht es euch? Was habt ihr Schönes gemacht? Ah, wartet mal, da gebe ich euch doch direkt mal einen Shoutout. Ah, hat er schon, der Markus. Fein, 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 fein. Vielen Dank, Markus. Oh, das leckt aber. Komm hier hoch. Ach, warum leckt das so? Das ist aber merkwürdig. Oh, das sieht mir doch nach... Nein, als ob du mich damit noch getroffen hast. War das dieses, wie heißt denn dieses furchtbar schwere Spiel? Hallo, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Reinflattern. Das freut mich aber, dass ihr hier seid. Stray habt ihr auch gespielt. Toll, das freut mich. Hat's euch Spaß gemacht? Wie weit seid ihr gekommen, meine Lieben? Dark Souls, Dankeschön, Markus. Dankeschön, Dankeschön. Ich stehe manchmal ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo, mein Name ist Lilly. Ich spiele auch gerade Stray. Freut mich, dass ihr reinkommt. Dark Souls Remastered. Ah. Hatte zu viele Leute in der Raid-Liste, konnte mich nicht entscheiden und haben dann gesagt, wir suchen einen neuen Channel. Na siehste. Und dann bist du zu mir gekommen. Das freut mich. Ach du lieber, No Death Run hat aber nicht geklappt, oder? Offensichtlich. Tut mir dann aber leid. Ja, schön. Wie weit seid ihr denn gekommen bei Stray? Der Clip war, glaube ich, ach, das waren deine Lags, nicht meine. Okay, 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 alles klar. Ich habe schon gedacht, das lag jetzt irgendwie bei mir an irgendwas, aber dann ist ja gut. Ja, kann ja mal sein. Oh, solche Spiele spiele ich ja gar nicht. Dark Souls, da könnt ihr mich mitjagen. Da bin ich viel zu doof zu. Ich bin zu langsam. Ich kann sowas nicht spielen. So, wir sind gerade im Stadtzentrum bei uns. Durch. Ach, fein, 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 fein. Das haben wir heute auch noch vor, Stray durchzuspielen. Ich hoffe, dass ich das heute schaffe. Ich bin sehr langsam. Ich liebe Souls-Likes. Okay. Ja, für mich ist das gar nichts. Ich bin da zu langsam und zu ungeskillt für solche Sachen. Ich hatte schon mit Kena meine Probleme. Und mit Zelda. Ich spiele... Vielen Dank. Und du dein schönes, warmes Bett vermisst. Vergiss nie, dass du nicht alleine bist, denn du hast einen Freund in mir. Vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ja, nee, ich hatte schon mit Zelda und Kena meine Probleme. Ich spiele auch Spiele immer auf der leichtesten Stufe, weil ich zu doof bin. Ohne Skills macht es gleich doppelt so viel Spaß. Ja, mit mir auch. Mit mir auch und ohne Skills, weil, naja, wie gesagt. Dinge. Ja. Ansonsten freut es mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. Fühlt man, war ich früher auch. Meine Dickköpfigkeit What hat mir geholfen. New one in store. Ach, meine Community ist so nett. Dankeschön, Froni. Bist draußen kalt und gefährlich. Ach, Gott. Dankeschön. Und du dein schönes, warmes Bett vermisst. Vergiss nie, dass du nicht alleine bist, denn du hast die Alles Freund gut, in Froni. Mir. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen. Okay, ich warte jetzt einfach mal. Und du dein schönes, warmes Bett Ach, ja. Vergiss nie, dass du nicht alleine bist, denn du mein Gott. Hast einen Freund schön. In mir. Also, tschüss, Boon. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Und Mr. Oberlauch, vielen, vielen Dank auch für eure Follows. Dankeschön, freut mich sehr. Und ich hoffe, ihr fühlt euch wohl bei uns. Ach Mensch, Phil ist sein Name. Mein Freund heißt auch Phil. Guck mal.
Skills werden übertrieben. Ohne Skills gibt es mehr Lostness. Ganz genau. So sieht's aus. Und Lostness wird bei Phil groß geschrieben. Bei uns auch. Bei uns auch. Kleinen Moment mal, Leute. Ich muss mir mal eben die Nase putzen. Mir läuft die Nase, weil ich jetzt gelacht habe. Kleine Sekunde eben. So, vom Lachen läuft mir auch immer die Nase. Ja, oh, schlimm. Ach ja. Brave Füchse, fein. Ah ja, eure Community sind also die Füchse, meine sind die Schmetterlinge. Willkommen im Schwarm. Ach ja. Mich kannst du auch Lauch oder Lauri nennen. Okay, okay, wenn dir das nichts ausmacht, dann machen wir das so. Einfach Lostominal meldet sich zum Dienst. Ach, solange du beim Lostsein Spaß hast, ja, ja. So, ich mache aber mal weiter. Wundert euch nicht übrigens, die lieben Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, wenn ich hier ab und an mal abmoderiere und anmoderiere, weil ich nehme meine Projekte für YouTube mit auf in Folgen von 30 Minuten und mache das eben quasi während des Streams, nehme ich auf und moderiere dann halt immer an und ab. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich ab und an Tschüss sage, ich gehe dann nicht, ich mache nur die nächste Folge dann quasi. Ja. So, was haben wir noch? Fuchsbau und Schmetterlinge passen doch auch. Na, seht ihr, genau. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Muss aber schon wieder weg. Viel Spaß noch bei euren katzenstarken Abenteuern. Schönen Abend noch. Ja, vielen Dank, dass du mit reingeradet bist und dir auch noch einen wundervollen Abend. Und danke nochmal für deinen Follow. Vielen, vielen Dank und ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Okay, dann hallo YouTube. Ja, hallo YouTube, genau. So, YouTube, jetzt geht's aber auch weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier in der Folge. Was haben wir denn hier? Tagesmenü, trockene Luft und Schüssel mit heißem Öl, extra Qualität. Mmh, nom, nom, nom. Habt ihr... Ach, guck mal, guck mal, guck mal. Da stehen übrigens Nummern dran. Hier, das ist jetzt... Geh doch mal da auf den Tisch, Katze! Das ist jetzt quasi Stockwerk 1, Tür 4. Okay, ja, wir finden das. Ich denke, wir finden das. So, nicht gegen die Tür laufen wäre, glaube ich, eine gute Sache. Kann ich nicht mit dir reden? Doch. Was, Matt B? Was kann ich heute Abend für dich tun, Chef? Hier, guck mal, ich habe ein Foto. Aber heute ein Foto für dich. Kannst du mich nicht mit echtem Geld bezahlen? Nee, heute nicht. Gibt es hier noch was? Ich hätte ja gerne die Erinnerungen erstmal noch. Hier, jetzt mach ich erstmal deine ganzen Töpfe kaputt, weil du so unfreundlich bist. So. Ja, hier ist aber auch nichts. Hier ist aber auch nichts. Ich möchte die Erinnerungen haben, Freunde. Huch! Wo sind wir denn jetzt? Guck mal! Oh mein Gott! Wenn ich da nicht hochgesprungen wäre. Geh doch mal auf den Tisch, Katze. Hört man auch selten, ja, so. Was haben wir noch? Lol, das habe ich so gar nicht wahrgenommen mit den Stockwerken. Ja, man hat doch dieses Foto hier von Clementine. Und die sagen immer, wenn man denen das zeigt, da steht eine Straße, ein Stockwerk und eine Hausnummer, also eine Türnummer drauf. Ja, genau. Jetzt kratzt die sich wieder. Lasse sitzen. So, was ist das denn hier? Es ist interessant zu sehen, wie Roboter die Arbeit und das Verhalten der Menschen nachahmen. Hier scheinen sie Burger und Streetfood zu verkaufen. Ich erinnere mich an mein Lieblingslokal, als ich noch ein Mensch war. Es war klein und einladend und der Name der Bedienung war... Ich weiß es nicht mehr. Er fing mit M an, glaube ich. Oh, guck mal, wir haben schon zwei irgendwo verpasst. Na, wir finden die schon. Geh mal wieder runter, bitte. Danke. Ich habe gar nicht gesehen, dass da in der Decke ein Loch war. Der Discord-Link funktioniert schon wieder nicht. Warte mal, kleine Sekunde. Ich schicke dir einen neuen. Ach, es ist ärgerlich. Ich weiß nicht, was mit diesem Discord-Link immer los ist. So, Moment. Hm.
Versteckt? Was ist da denn schon wieder los? Pion. Also ich habe das schon 100-mal eingestellt, dass der sich nicht ändern soll, aber irgendwie... Klar geht der. Der geht. Der ist abgelaufen. Einfach lost. Also geht der jetzt oder nicht? Der zweite geht. Also der... Okay, wartet mal. Ach, habe ich den... Der, okay, also der bei, der zweite, wo auch der YouTube-Kanal mit verlinkt ist, der funktioniert oder was? Das ist auch ein anderer, sehe ich gerade. Dann habe ich das vielleicht bei dem einen Ding da vergessen zu ändern. Das kann sehr gut sein. Also hier wäre sonst nochmal, ist das der gleiche wie der, den der da angezeigt hat? Nee, ist auch nicht der gleiche, ist auch wieder ein anderer. Also ja, der zweite scheint ja zu gehen. Dann nimm am besten den, also der, wo auch das YouTube mit verlinkt ist. Der zweite geht, okay. Der Bot postet einen anderen, also mit dem Command. Ja, dann muss ich das mal ändern im Command. Dann hat der das irgendwie, warum auch immer, nicht richtig eingetragen. Der geht nicht. Okay. Fuck it up, fuck it up. Don't give a shit anymore. Fuck it up. Jetzt hat's aber funktioniert. Flip the table, screw you all. So, wir gucken die ganze Zeit die Decke an. Ja, okay. Ich hoffe, wenn jetzt alles funktioniert hat, ist gut. Sonst sagt nochmal Bescheid, dann schicke ich euch nochmal einen Link. Dieses Discord regt mich auch manchmal auf, ey. Ich bin eine technische Obernull, also was solche Sachen betrifft. Wie gesagt, wir haben das schon 100-mal neu eingestellt, dass der sich nicht ändern soll und so. Und trotzdem läuft er irgendwie manchmal ab. Ich weiß auch nicht, wieso. So, wartet mal. Da ist noch eine Person. Da hinten gehen wir auch noch lang. Ach Mann, ist das eine riesige Stadt. Was ist denn hier los? Es ist der angesagteste Laden im Stadtzentrum, aber der Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. So, dir brauche ich das Foto nicht zeigen, weil wir wissen ja schon, wo wir hin müssen. Ist ein Klamottenladen hier, oder? Oh, guck mal, Leute, wir haben wieder was zum Kratzen gefunden. Oh yeah. Oh, es ist so befriedigend. Comeback von Mr. Oberlost. Dachte schon, ich bin komplett lost. So, wo wir gerade auch bei Essen waren. Ich gehe jetzt mal was schnabulieren. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und noch ganz viel Spaß. Ja, und dir wünsche ich guten Hunger. Lass es dir fein schmecken. Was gibt's denn Schönes? Und falls wir uns nicht mehr lesen, vielen Dank für deinen Raid nochmal. Und bis zum nächsten Mal. Und ein schönes Wochenende. Ich bin ein bisschen irritiert. Vielleicht bin ich auch lost. Aber bei mir werden nur Willkommen und Infocenter angezeigt. Ja, das ist richtig. Warte mal. Ich schalte dich eben frei. Einen Moment. So, jetzt solltest du eigentlich alles sehen. Nudeln mit Ei und Käse. Lecker. Das Beste. Ja, musst dir erst die Rolle zuteilen, damit du quasi alles sehen kannst. Aber ist wohl offenbar gerade keiner von den anderen da, die das machen können. Deswegen habe ich das jetzt fix gemacht. So. Gucken wir mal weiter. Der Discord-Server ist nicht, ist noch aus den 90ern. Der wird noch dampfbetrieben und analog administriert. Ja, genau. Bist du einer dieser jungen Rabauken, die den ganzen Tag laute Musik hören? Ja, absolut. Pass nichts an, mach keinen Lärm und frag nicht nach einem Kredit. Okay, okay. Oh, Kredit, da muss ich an Ni No Kuni 2 denken. Markus, weißt du, was ich meine? You owe me. Für alle, die Ni No Kuni kennen, oder ist es Ni No Kuni oder Ni No Kuni 2? Ich bin mir gerade nicht sicher. You are me! Da gibt es so Viecher in der einen Stadt. Also da gibt es so ein Casino in der einen Stadt, glaube ich, oder wie das war. Und wenn man da hingeht, dann kann man da quasi Schulden machen. Und wenn man Schulden hat, dann fliegt einem ein Kredit hinterher. Das ist quasi ein Rabe oder eine Krähe oder sowas. Ja, eine Krähe. Das ist aus dem zweiten Teil. Ja, ich wusste nicht genau mehr gerade. Aber es ist aus dem zweiten Teil. Und es ist eine Krähe, die fliegt einem dann die ganze Zeit hinterher und sagt, you owe me.
Ein Kredit. Als die Stelle kam, das ich war so begeistert. So lustig. Die Spiele spielen wir auch irgendwann noch. Ich habe so ein Bild gefunden, bei dem ein Fuchs mit einem Schmetterling spielt. Wo poste ich das denn am besten? Unter Bilder. Ich glaube, da gibt es einen Kanal, der heißt Bilder. Moment. Ja, einfach unter Bilder, genau. Da kannst du das am besten reinposten. Ach, süß. Community, Reiter-Community, ganz genau. So, und jetzt, Leute, jetzt sind wir am Ende der Folge. Dass sowas passiert, wenn hier geradet wird. Aber na gut, liebe Leute auf YouTube, dann war's das mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder auch ein Abo, gerne auch den ein oder anderen Kommentar. Und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei, hier bei Stray. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.